Lasst uns beten. Gedenke, Herr, der großen Taten, die dein Erbarmen an uns Menschen gewirkt hat. Durch das Leiden deines Sohnes hast du die Gewaltspiralen aus Eigennutz und Hass vernichtet. Er, Jesus, starb, einer für die vielen, weil er großzügige Liebe an die Stelle von Eigenliebe, Dienst an die Stelle der Herrschaft, Heilung an die Stelle von Rechthaberei und das Leben als Kinder Gottes an die Stelle von Doktrinen stellte. So wurde er zum neuen Bild und Inbegriff dessen, was Menschsein heißt, zum neuen Adam. Als ihn auf Beschluss seiner Feinde der Tod verschlang, hat der Tod sich durch dein Erbarmen an sich selbst verschluckt und wurde von dir vernichtet. So schenkst du uns Menschen, die seit dem ersten Adam nach dem Gesetz der Natur unter der Herrschaft von Tod und Sünde stehen, neue Hoffnung. Deine Liebe und Gnade wandle und präge uns von innen heraus, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben. Er wird sich erheben und erhaben und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch. Seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. So wird er viele Nationen entsühnen, Könige schließen vor ihm ihren Mund. Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun. Was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Wer hat geglaubt, was wir gehört haben? Der Arm des Herrn, wem wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb auf trockenem Boden. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden,
ein Mann voller Schmerzen mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden, zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns verirrt wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg. Doch der Herr ließ auf ihn treffen die Schuld von uns allen. Er wurde bedrängt und misshandelt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf vor seinen Scherern nicht verstummt, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft. Doch wen kümmert sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Vergehen meines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Frevlern gab man ihm sein Grab und bei den Reichen seine Ruhestätte. Obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der Herr hat Gefallen an dem von Krankheit zermalmten. Wenn du, Gott, sein Leben als Schuldopfer einsetzt, wird er Nachkommen sehen und lange bleiben. Was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm Anteil unter den Großen und mit Mächtigen teilt er die Beute. Weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Abtrünnigen rechnen ließ. Er hob die Sünden der vielen auf und trat für die Abtrünnigen ein. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes. Jesus ging mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten, in den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der Verräter, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der Hohenpriester und der Pharisäer
Und sie kamen dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen: Ich bin es. Auch Judas, der Verräter, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal: Wen sucht ihr? Sie sagten: Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr mich sucht, dann lasst diese gehen. So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus aber, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, schlug den Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus: Steck das Schwert in die Scheide. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken? Die Soldaten, ihre Befehlshaber und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Er war nämlich der Schwiegervater des Kaiaphas, der in jenem Jahr hoher Priester war. Kaiaphas aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte: Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus in den Hof des hohenpriesterlichen Palastes. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohenpriesters, heraus. Er sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus hinein. Da sagte die Pförtnerin zu Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Er antwortete: Nein. Die Diener und die Knechte hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen, denn es war kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? Frag doch die, die mich gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Sie wissen, was ich geredet habe. Auf diese Antwort hin schlug einer von den Knechten, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sagte: Redest du so mit dem Hohenpriester? Jesus entgegnete ihm: Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich? Danach schickte ihn Hannas gefesselt zum Hohenpriester Kaiaphas. Simon Petrus aber stand am Feuer und wärmte sich. Sie sagten zu ihm: Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sagte: Nein! Einer von den Dienern des Hohenpriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte: Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen? Wieder leugnete Petrus und gleich darauf krähte ein Hahn. Von Kaiaphas brachten sie Jesus zum Prätorium. Es war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Paschalamm essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten ihm: Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden antworteten ihm: Uns ist es nicht gestattet, jemand hinzurichten. So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein
ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier. Pilatus sagte zu ihm: Also bist du doch ein König. Jesus antwortete: Du sagst das. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm: Was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen: Ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Ihr seid gewohnt, dass ich euch am Passahfest einen Gefangenen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien sie wieder: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Verbrecher. Darauf ließ Pilatus Jesus geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie stellten sich vor ihn hin und sagten: Heil dir, König der Juden! Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, ihn zu verurteilen. Jesus kam heraus. Er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: Seht, da ist der Mensch. Als die hohen Priester ihn und ihre Diener ihn sahen, schrien sie: Ans Kreuz mit ihm! Ans Kreuz mit ihm! Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Die Juden entgegneten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er sich als Sohn Gottes ausgegeben hat. Als Pilatus das hörte, wurde er noch ängstlicher. Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus: Woher stammst du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: Du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum liegt größere Schuld bei dem, der mich dir ausgeliefert hat. Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien: Wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich als König ausgibt, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen und er setzte sich auf den Richterstuhl, an dem Platz, der Litostrotos auf Hebräisch Gabbata heißt. Es war am Rüsttag des Passahfestes, ungefähr um die 6. Stunde. Pilatus sagte zu den Juden: Da ist euer König. Sie aber schrien: Weg mit ihm, kreuz mit ihm. Pilatus aber sagte zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus. Er trug sein Kreuz. Time.
Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte Jesus. Pilatus ließ auch ein Schild anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Dieses Schild lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die hohen Priester der Juden sagten zu Pilatus: Schreib nicht, der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, nahmen sie sich seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten ein. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her ganz durchgewebt und ohne Naht war. Sie sagten zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So soll sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies führten die Soldaten aus. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jüngern, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben. Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, baten die Juden Pilatus, man möge den Gekreuzigten die Beine zerschlagen und ihre Leichen dann abnehmen. Denn dieser Sabbat war ein großer Feiertag. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem Ersten die Beine, dann dem Anderen
der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, sodass sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte. Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Josef von Arimathea war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur heimlich. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten. Und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei. Liebe Schwestern und Brüder, auf eine schmerzhafte Art feiern wir dieses Jahr anders die Kar- und Ostertage. Mir kommt immer vor, dass wir den Karfreitag so durchleben, schon mit dem Blick auf Ostern hin. Wir bleiben da nicht gerne mit unserem Blick. Dieses Jahr werden wir gezwungen. So wie im normalen Leben unser Bild von Jesus gerne mal verfälscht ist zum lieben Jesulein, so habe ich oft den Eindruck, dass das Sterben Jesu ganz oft gefeiert wird wie so ein Heldenepos, nur mit dem falschen Schluss. Irgendwie der einsame Gerechte, der am Kreuz hängt, und all unsere Heldengeschichten enden doch dann so, dass er irgendwann sich losreißt vom Kreuz, heruntersteigt oder noch besser, dass eine größere Macht kommt und ihn herunternimmt und dann siegen die Schwachen. Und die Starken haben endlich mal das Nachsehen. Und so ist Karfreitag nicht. Aber ich glaube, so hätten wir ihn gerne. Der Tod Jesu ist der Tod, der einsame, anonyme Tod der Sklaven seiner Zeit. Pontius Pilatus, von dem das Evangelium sagt, dass er damals Statthalter war, Pontius Pilatus, den gab es wirklich. Er hat eine kurze, ruhmlose Zeit gehabt als Statthalter in Galiläa und Judäa. Und er wurde offensichtlich abberufen, weil er selbst für römische Verhältnisse zu brutal war.
Es gab Zeiten, da haben bis zu 2.000, 3.000 Kreuze die Straßen nach Jerusalem gepflastert. Eines davon war Jesus. Nicht das einzelne Kreuz, das wir immer sehen und erheben. Jesus wurde gekreuzigt wie all die anderen Sklaven zu seiner Zeit. Er musste seinen Balken, den Balken seines Kreuzes, selbst vor die Stadt tragen. Er wurde dort entkleidet und dann nackt ans Kreuz gebunden oder genagelt. Und dort hingen dann die Leute, stundenlang, manchmal tagelang, und rangen um Luft. Es war ein Erstickungstod. Liebe Schwestern und Brüder, so ein anonymes Sterben, auf das schauen wir jetzt auch gerade schockiert. Zehntausende von Menschen, die in Intensivstationen um ihren Atem ringen, buchstäblich. Und auf all die Toten. Wir haben zugeschaut, wie in Spanien und Italien die Särge massenhaft vor die Stadt transportiert wurden, weil man sie nicht mehr bestatten konnte. Das ist der anonyme Tod, den wir eigentlich an Karfreitag erinnern und nicht das, was wir oft daraus machen. Und es ist gut, dass Karfreitag auch vor 2000 Jahren anders war. Wenn es dieses Heldenepos gewesen wäre, das wir uns so oft wünschen, das dann den guten Ausgang brächte, dann wäre der entscheidende Punkt nicht dabei. Gott wäre am Ende doch nicht unseren Tod gestorben, jedenfalls nicht den Tod der vielen, die jetzt sterben, und auch nicht den Tod der vielen Sklaven. Irgendwie wäre es etwas anderes gewesen. Er wäre nicht nahe bei uns gewesen. Er wäre nicht der solidarische Gott gewesen. Aber das ist er. Er ist der solidarische Gott. Er lässt seinen geliebten Sohn denselben Weg gehen wie all die anderen anonymen Tode. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern auf eine fast schmerzhafte Art vielleicht ein etwas ehrlicheres Ostern und ein ehrlichere Kartage. Denn auch den Karsamstag überspringen wir gerne. Der ist dann angefüllt mit Einkäufen, da sind wir schon irgendwie bei den Osterglocken. Und wir bereiten schon die Eier vor und verstecken sie. Aber das ist nicht der Schabbat, der Sabbat, die Ruhezeit, die nach dem Tod Jesu kam vor 2000 Jahren. Sie erinnern sich, Sabbat, das war der Tag, an dem Gott ursprünglich einmal ruhte und zufrieden auf seine Schöpfung blickt. Vor 2000 Jahren wird offenbar, was vorher schon war. Dieser Ruhetag ist aufgrund dessen, was wir Menschen aus Schöpfung und aus dem Miteinander machen, eigentlich zum Tag der Toten geworden, nicht des lebendigen Ruhens. Es ist der Tag, wo wir fassungslos, wo Gott fassungslos auf das schaut, was wir mit Schöpfung und mit Mitmenschen machen. Es ist das Schweigen und es ist das Donnernde und wie jetzt weiter? Und Gott überspringt auch das nicht. Es kommt nicht sofort nach dem Tod triumphalistisch Ostern. Der Kartag, die Passion bleibt stehen. Und das Donnernde und jetzt, wenn selbst der werdende Gott am Ende keinen Ausweg weiß. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern schmerzhaft, aber vielleicht ein ehrlicheres Ostern dieses Jahr. Denn Ostern ist auch nicht ein triumphales Fest, zu dem wir es oft machen, mit Glockenläuten und viel Gold und Purpur. Das ist alles schön, aber es hat wenig zu tun mit dem, was vor 2000 Jahren die Menschen am Grab erlebten. Von den Frauen heißt es nämlich, sie sind fassungslos, auch dann noch am Grab. Auch dann, wenn sie schon ansatzweise ahnen, dass es eine Schöpfung gab. Ostern ist mehr wie dieser junge Mann, von dem wir auch hören in der Passion und dann wieder ganz diskret am Ostermorgen. Er ist der Letzte, der mit Jesus mitgeht nach dessen Verhaftung. Und das so lange, bis die, die Jesus abführen, ihn bemerken und ihm nachrennen. Und er muss so um sein Leben rennen, dass er sein Gewand verliert. Diese Kartage, die wir dieses Jahr feiern, sind vielleicht deswegen ehrlicher, wenn auch schmerzhaft, nahe an dem, was vor 2000 Jahren war, weil sie uns nackt lassen mit dem, und wie geht es weiter? Wir wissen es nicht.
so wenig wie die Frauen und Männer vor 2000 Jahren. Liebe Schwestern und Brüder, aber am Grab taucht er wieder auf, der Jüngling. Nicht triumphal. Von der Hoffnung ist nur in einem Bild die Rede. Das Gewand ist weiß, das er jetzt trägt. Liebe Schwestern und Brüder, das Ostern, das hoffentlich folgt auf diese Kar-Tage und auf den Kar-Samstag, das ist eher ein ganz zittriges, brüchiges, eine Ahnung von Hoffnung, dass Gott es nicht dabei belässt bei diesem und wie geht es weiter. Aber er wird nicht kommen triumphalistisch. Dieses Ostern, auf das wir hoffen, kann man nur feiern, wenn man sich einlässt auf die Passion. Und die macht uns erst einmal nackt und hilflos, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und weil wir wissen, dass selbst in dem Moment, wo wir dann die Auferstehungsbotschaft hören, wir nicht die bleiben können, die wir sind. Denn das war oft die Vorstellung, habe ich den Eindruck, mit der wir Ostern gefeiert haben. Eine Auferstehung, die am Ende alles lässt, wie es ist. Eine weitergeht, weiter so Ostern. Aber das geht nicht. Denn unser Leben produziert Tote. Unser derzeitiges Lebens- und Lebensstil zerstört die Natur und Mitmenschen. Deswegen müssen wir hinschauen an Karfreitag. Deswegen müssen wir uns nackt machen in unsere Hilflosigkeit. Und dann geht uns auf die Hoffnung, dass es dabei nicht bleibt. Aber es kommt auf jede und jeden von uns an. Wir müssen Botschafterinnen sein dieses solidarischen Gottes. So hilflos uns das manchmal macht und so nackt es uns manchmal macht. Aber dann werden wir Botinnen und Boten der Hoffnung. Amen. Lasst uns den Leben trauben, weil Gott es mit uns liebt. Lasst uns den Leben trauben, weil Gott es mit uns liebt. Lasst uns für die Kranken und Verwundeten beten. Für die Menschen, die in diesen Wochen schwer erkrankt sind, für die Menschen, die Pflege und Zuwendung brauchen, für die Menschen, deren Sehnsucht nie gestillt wird, für die Menschen, die niemanden vertrauen können, für die Menschen, deren Seelen wund sind. Heiliger, starker Gott, du spürst die Angst und siehst die Qual deiner Menschen. Du hörst das Seufzen der Kranken und tröstest die Verzweifelten. Sei allen Kranken nah, steh ihnen bei, lass sie erfahren, dass du Heil schenkst und stärke uns in dem Glauben, dass du alle Menschen in deinen guten Händen hältst. Darum bitten wir, durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns liebt. Lasst uns beten für die Menschen, die in diesen Tagen aktiv sind,
für die, welche sich für die Kranken und Heimbewohner einsetzen, oft mit hohem Einsatz und mit Risiko. Gott, du hast Mose in der Wüste die Schlange aufstellen lassen, damit jeder, der zu ihr hinschaut, gerettet wird. Dein Sohn Jesus hat Seuchenkranke geheilt und sie Vertrauen fassen lassen. Gib den Apothekern, Pflegern, Helfern und Ärzten überall auf der Welt festes Vertrauen in den Sinn ihrer Arbeit. Lass sie unsere Dankbarkeit spüren. Segne ihr Wirken und gib ihnen Kraft, zu trösten und zu heilen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Lasst uns dem Leben trauen, weil unsere europäischen Nachbarn und all die Menschen, die aufgrund der Überlastung der Krankenhäuser nicht mehr beatmet oder adäquat versorgt werden können und somit Ärzte und Pflegepersonal vor sehr schwere Entscheidungen stellt. Für die Entscheidungsträger in Europa und der Welt, die die Pandemie vor die großen gesundheitlichen, gesellschaftlichen und ökonomischen Herausforderungen stellt. Für die Politikerinnen, Politiker und Verantwortlichen der Welt und für all die Menschen, die den Alltag neu organisieren und meistern. Für die ärmeren Länder, die Angst vor der Krise haben müssen und mit hier unüberwindbaren Problemen konfrontiert werden. Du barmherziger Gott, das Coronavirus macht vor Grenzen, Nationen und Hautfarben nicht Halt. Schenke uns allen Kraft, stärke uns unseren Geist der Solidarität und steh uns bei. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns liebt. Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns liebt. Für die Kirche und alle, die in ihr Verantwortung tragen und sich für sie engagieren, für dein ganzes großes Volk Gottes, dass der lebendige Gott uns führt durch seinen Geist in eine Zukunft, die der ganzen Welt Hoffnung, Würde und Freiheit schenkt. Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, du willst, dass deine Kirche sich in unserer Welt engagiert und sie belebt. Dazu muss sie sich immer wieder erneuern. Mach sie fähig, durch Reformen, die so nötig sind, deiner frohen Botschaft treu zu bleiben, auch 2000 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung deines Sohnes. Und eine Sprache zu finden, die auch die modernen Menschen verstehen können. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Lasset uns beten für alle Religionen und die Ökumene der ChristInnen, dass wir uns nicht von Abgrenzung, Überhöhung oder gar Extremismus leiten lassen, sondern gemeinsam nach der größeren, alle Menschen umfassenden Wahrheit Gottes suchen. Lasst uns in großer Achtung voreinander, der Toleranz und dem Frieden unter den Menschen und Völkern dienen. Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, deine Liebe für die Menschen und die Welt ist grenzenlos. Wir Menschen aber setzen oft Grenzen aufgrund von Nationalität, Hautfarbe, Religion und sogar Konfession. Gib, dass wir gerade in Krisenzeiten wie jetzt begreifen, dass uns viel mehr eint, als uns trennt, und lass uns die Solidarität und die Fürsorge füreinander mitnehmen für die Zeit danach. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns im Leben trauen, weil Gott es mit uns nimmt. Lasst uns im Leben trauen, weil Gott es mit uns nimmt. Lasst uns beten für die Menschen, die noch auf der Suche nach Gott sind und zweifeln, dass sie die Schöpfung in ihrer Umwelt und ihren Mitmenschen entdecken und Bande der Zugehörigkeit knüpfen. Gott des Lebens, du liebst deine Geschöpfe. Lass sie ein offenes Herz haben und die Bereicherung des Glaubens spüren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Lass uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns nimmt. Lass uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns nimmt. Bitten wir für alle Menschen jüdischen Glaubens und jüdischer Herkunft. Am Mittwochabend haben sie beim Pessach des Auszugs aus Ägypten gedacht und feiern jetzt das Fest der ungesäuerten Brote. Der Anschlag in Halle hat uns deutlich gemacht, wie sehr Jüdinnen und Juden auch in unserem Land Hass und Feindseligkeit ausgesetzt sind. Allmächtiger, ewiger Gott, halte deine schützende und segnende Hand über das Volk, das du dir zuerst erwählt hast, Israel, deine erste Liebe. Leite sie durch dein Wort und deinen Geist, damit sie in Treue den Bund leben, den du mit ihnen geschlossen hast. Schütze sie vor allen Anfeindungen in dieser Zeit, und führe sie zu der Herrlichkeit, die du für alle Menschen bereitet hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns liebt. Lasst uns beten für alle, die in Politik, Kirche und Gesellschaft Verantwortung für andere übernehmen.
die flexibel und souverän Situationen einschätzen, bewerten und entsprechend für Umsetzung sorgen, die die Weichen für die Zukunft stellen und Konfliktherde lösen. Gott des Lebens, lass Ihr Engagement für Gerechtigkeit und Frieden und Solidarität nicht wirkungslos bleiben, sondern Wirklichkeit werden und schenke Ihnen die Fähigkeit, gerechte Strukturen zu schaffen. Lass Sie eine an Demokratie und an Menschenrechten orientierte Politik machen und konkrete Perspektiven und Maßnahmen für den Zusammenhalt der Gesellschaft entwickeln. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns liebt. Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns liebt. Lasst uns beten für die Menschen, die unter Gewalt leiden und denen die Heimat genommen ist, für die Geflüchteten in Syrien, in der Türkei und in Griechenland, für alle in den Flüchtlingscamps dieser Welt, in Lagern, Verstecken und Schlauchbooten, für alle, die unter Krieg, Armut, Hunger, Enge und Isolation, Lüge und Erpressung leiden. Gott, du hast mit Mose ägyptische Flüchtlinge in eine neue Heimat geführt. Dein Sohn ist unter Verachteten und Verbrechern verstorben, verlassen von weltlichen und religiösen Autoritäten, von seinen Anhängern und von den meisten Freunden. Weil du ihn herausgeführt hast, führe auch alle Menschen aus ihrer Not und gib ihnen Dach, Brot und Heimat. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Lass uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns liebt. Lass uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns liebt. Lasst uns beten für unsere lieben Verstorbenen und alle Menschen, die trauern. Nimm die Verstorbenen liebevoll in deiner Ewigkeit auf und schenke den Trauernden Geborgenheit und Zuversicht in dieser schmerzvollen Zeit. Gott, du schenkst Halt. Lass sie deinen Trost spüren und die Gewissheit haben, dass das Leben hier und dort in deiner Hand geborgen ist. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns liebt. Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns liebt. Du mein Volk, was traut ich dir?
Liebe Schwestern und Brüder, gerade in Zeiten wie diesen, wo wir die, die wahrscheinlich schon so im Alltag genug Stille haben, jetzt noch mehr allein sind, wo die vielen Pflegerinnen, Ärzte und all die, die die Krise irgendwie meistern müssen, bis an den Anschlag arbeiten, wo wir alle mit Distanz umgehen müssen, mit mehr Alleinsein als sonst, mit weniger Kontakt. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass wir in Kontakt bleiben. Damit Sie das auch spüren daheim, haben wir versucht, heute auch mehr als nur ein oder zwei Gesichter hier Ihnen vor dem Bildschirm zu bringen. Da wir selber das ja auch zum ersten Mal tun, war das auch gar nicht immer so leicht. Manches haben wir vorher aufgezeichnet, damit nicht zu viele Leute hier im Raum sind. Und anderes haben wir so gemacht, dass andere in verschiedenen Räumen dieses großen Hauses waren und dann nur zur Fürbitte hierher kamen.
Sehen Sie uns also nach, wenn das ein oder andere nicht auf Anhieb geklappt hat. Ich möchte an dieser Stelle allen danken, die mitgeholfen haben, dass dieser Gottesdienst so geworden ist, die vorbereitet haben, die gesungen haben, den Technikern, die hier einen Heldenjob geleistet haben. Ihnen allen herzlichen Dank. Ich glaube, ich spreche da aus Ihren Herzen. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch weiter verbunden bleiben. Das nächste Mal feiern wir hier dann an Ostern gemeinsam Gottesdienst mit Pfarrer Stenz um 10 Uhr. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Jetzt aber lasst uns zum Ende dieses Gottesdienstes beten. Herr, unser Gott, wir haben den Tod deines Sohnes gefeiert und erinnert. Diese Feier erfülle uns mit Solidarität zu all jenen, die sich vom Tode bedroht sehen, so wie du mit ihnen solidarisch bist. Öffne allen Kranken, allen Sterbenden und allen Verzweifelten das Herz, damit sie erkennen, dass du durch Jesus allen Menschen nahe bist, gerade in der Dunkelheit des Lebens, im Leiden und im Tod. Unsere Herzen aber bekehre zur Liebe deines Sohnes, die er treu bis in den Tod an uns erwiesen hat, damit wir fest in der Treue zu dem neuen Leben stehen, das du uns durch Tod und Auferstehung deines Sohnes geschenkt hast. Schenke uns ein liebevolles Herz, damit wir uns unseren Nächsten liebevoll öffnen, uns den Notleidenden barmherzig und den Verzweifelnden tröstend erweisen. Hilf uns, denen zu verzeihen, die Reue zeigen. Und lass uns so zuversichtlich und großzügig leben, in der Erwartung der Auferstehung und der ewigen Erlösung. Das bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.